der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein an und wippst auf dem linken Fuß, Kniescheibe nach vorne. Bitte belaste den Fußballen ganz, also rechts und links, nicht auf einer Seite hängen, nicht am kleinen Zeh mehr, nicht am großen Zeh mehr. Mit der nächsten Ausatmung stellst du den rechten Fuß auf und dann hebst du den linken an und wippst auf dem rechten Fuß, Kniescheibe nach vorne drehen. Linkes Bein in der Luft lassen, so wie es gerade geht. Und ausatmen, stellst du den Fuß auf. Schiebst die Fersen Richtung Boden und rollst dich dann in den hohen Liegestütz und rollst dich wieder zurück. Dann hebst du das linke Bein an, schaust zum linken Daumen und stellst den linken Fuß am linken Daumen auf. Links, ach nee, das war falsch. Nicht den linken Fuß, sondern das linke Knie. Wir wollen in die Taube zurück. Bringst das rechte Knie zu Boden, also Taube jetzt mit dem linken Knie vorne. Und setzt dich dann auf die linke Pobacke und kommst nach rechts. In die Haltung. Rechtes Bein ist ausgestreckt, linkes ist angewinkelt, linker Damm, linke Ferse am Damm. Einatmend hebst du die Arme an. Ausatmend beugst du über die rechte Seite. Einatmend hebst du an. Ausatmend gehst du wieder zurück nach links in die Taube. Atme ein. Ja, und das wiederholen wir jetzt in Ruhe. Ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Einatmend ein Bein anheben. Ausatmend aufstellen. Einatmend das andere Bein anheben, ausatmend aufstellen, Fersen Richtung Boden schieben, einatmend durch die Wirbelsäule nach vorne rollen, in den hohen Liegestütz, Fersen nach hinten schieben, Kopf einrollen, zurückkommen in den abwärts schauenden Hund. Jetzt ist das rechte Bein wieder an der Reihe, einatmend anheben und dann das Knie nach vorne ziehen, erstmal in die Taube kommen. Und aus der Taube dann in Ruhe wechseln, Atem fließen lassen, ne, Ferse ranziehen, linkes Bein einfach umdrehen und mit der nächsten Ausatmung nach links strecken übers Bein. In die Länge ziehen. Einatmen, zurückkommen, strecken und gleich umsetzen nach rechts. Linkes Bein wieder umdrehen, zurück in die Taube. Und bleib jetzt mal in, wir bleiben erstmal bei diesem dynamischen Wechsel. Mach den mal bitte für dich weiter, so wie du dich erinnerst. Ja? Ist das linke Bein an der Reihe. Wenn du das nächste Mal wieder in einer Taube bist, bleibst du bitte hier. Stützt dich ruhig etwas mehr auf der linken Hand ab. Du hebst jetzt den hinteren Fuß hoch und greifst mit der gegenüberliegenden Hand nach dem Fuß.
Ja, und drückst den Fuß dann in die Hand. Richtest dich weiter auf. Löst dann langsam wieder. Lässt das Bein sinken, setzt die Hände auf und wechselst in die nächste Position. Je nachdem, wo du gerade warst. Du brauchst es nur einmal auf einer Seite zu machen. Und wenn du als nächstes das andere Bein vorne hast, dann wechselst du, ne? Dann wiederholst du den Griff nach dem Fuß auf der Seite. Wenn man den Fuß gut zu fassen bekommt, kann man sehr gut die Schulter dehnen, ne? Indem der Fuß sich in die Hand schmiegt und die Hand nach hinten zieht. Und dann löst du langsam wieder und fährst fort in deine Richtung weiter. Letzte Runde. Wenn du das nächste Mal im abwärts schauenden Hund bist, bleibst du hier. Und dann läufst du in kleinen Schritten über Kreuz nach vorne. Also Füße überkreuzen sich, aber es bleibt bei kleinen Schritten, sodass du langsam nach vorne kommst. Und dann stellst du die Füße genau aneinander, sodass die Innenseiten sich berühren und gehst in die ganze Vorbeuge. Heb die Hände nach hinten an und schwingst.